Nächster Redner kommt vom Team Stronach. Es ist dies Ruven Ertelschweiger. Danke, Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung, Herr Bundeskanzler, Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause vor den TV-Geräten. Kollege Matznetter, bin ja froh, dass Sie jetzt im Saal sind und nicht hinten im Raucherkammerl gemütlich eine Zigarette rauchen. Ich finde das schon ein bisschen vermessen, dass Sie sich da herstellen und sagen, dass unser Antrag da quasi entbehrlich ist. Erzählen Sie das einmal den Wirten draußen. Reden Sie mal mit den Wirten draußen, die investiert haben, die keine Rechtssicherheit haben, die jetzt schon wieder umbauen müssen. Die fühlen sich doch gefrotzelt, Herr Kollege Matznetter. Und ich bin ja froh darüber, dass in der SPÖ nicht alle so denken wie Sie. Weil es gibt ja einen Kollegen im Burgenland, der sagt, rauchen ja oder nein, ist gleich 100 Millionen Euro in den Ofen geschleudert. Wäre ich Wirt, würde ich mich auch gefrotzelt fühlen. Schlag nach bei Kollege Hans Nissl, Landeshauptmann des Burgenlandes. Also, ich möchte nur eines sagen, so einfach vom Tisch wischen, wie Sie das tun, kann man das nicht, Herr Kollege Matznetter. Sie sind normal bekannt damit, dass Sie einen guten Humor haben, aber hier haben Sie eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Das war nicht in Ordnung und es wäre ein Gebot des Respekts, wenn Sie sich herausstellen und sich bei unserer Gruppenfrau Ingenieur Dietrich entschuldigen dafür. Das wäre doch ein schönes Zeichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein ernstes Thema. Es ist ein ernstes Thema. Und wenn der Kollege Willi von den Grünen sagt, die Wirte oder das Dorfgasthaus, das ist im ländlichen Raum nicht so wichtig, dann muss ich auch sagen, das stimmt nicht. Ein Gasthaus am ländlichen Raum ist ein Kommunikationszentrum. Jeder, der in einer kleinen Gemeinschaft, in einer Ortschaft wohnt, geht zum Wirten, tauscht sich dort aus, hört dort die Neuigkeiten, das belebt das Ganze und das ist auch wichtig. Und die kleinen Wirten kommen zum Handkuss. Und da sind wir gleich beim springenden Punkt oder beim Kern der ganzen Sache. Um worum es sich eigentlich dreht. In Wahrheit erleben wir nichts anderes wie eine komplette Entmündigung. Einerseits der Wirten und andererseits der Konsumenten. Die Wirte, geschätzte Damen und Herren, werden entmündigt, indem man ihnen vorschreibt, ah, wir müssen es abtrennen, dann müssen es wieder nicht abtrennen, da gibt es eine Übergangsfrist, da kann sich ja kein Mensch drauf einstellen. Die Konsumenten werden entmündigt, weil man ihnen vorschreibt, erstens einmal, ob sie rauchen dürfen oder nicht rauchen dürfen. Sie können sich ja gar nicht selber entscheiden. Wo bleibt da die Entscheidungsfreiheit? Warum kann ich als Konsument nicht mich frei entscheiden, dass ich zu einem Wirt gehe, der ein Raucherlokal ist oder eben nicht? Das ist sowieso im unternehmerischen Risiko des Wirten, oder? Ob ich dann weniger Umsatz mache oder nicht. Lassen wir ihnen doch diese Freiheit. Warum schreibe ich ihnen das vor? Kollege Matznetter, Sie rauchen, Sie gehen in eine Beisel, wo geraucht wird, oder? Wegen der Gemütlichkeit wählen, weil es einfach nett ist. Und jemand, der nicht raucht, ich bin ein Nichtraucher, ich gehe dorthin, wo nicht geraucht wird. Lassen wir den Menschen doch die Wahlfreiheit, meine Damen und Herren. Schreiben wir nicht alles vor. Jetzt wird ja alles vorgeschrieben, auch von der EU. Gehen Sie in ein Gasthaus, essen Sie ein normales Gulasch, A, B, C, D, E. Ich frage mich, wie ich 38 Jahre alt werden habe können, wie lange ich so lange überlebt habe, ohne dass ich weiß, was ich esse. Ich meine, jeder, meine Damen und Herren, jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß doch, was er isst, oder? Der weiß doch, was da drinnen ist, was ich vertrage, was ich nicht vertrage. Und die Gesellschaft, wir laufen hin in die komplette Entmündigung. Und ich wünsche mir wieder mehr Eigenverantwortung der Menschen. Die Menschen müssen wieder eigenverantwortlicher agieren. Vielleicht schaffen wir dann, dass wir auch mehr Menschen wieder ins Unternehmertum bringen, dass sie Arbeitsplätze schaffen und nicht nur vom Staat versorgt werden und an der Muttermilch oder an der Zitze des Staates hängen. Genau das ist nämlich unser Problem. Und ich würde mir wünschen, dass wir unseren Unternehmen, und das haben wir auch beim Thema, nicht immer nur Prügel vor die Füße werfen. Da haben wir doch endlich die Bürokratie abschaffen bis zu einem gewissen Grad. Entlasten wir die Unternehmerinnen und die Unternehmer und helfen wir ihnen. Das Problem ist, wir lassen ihnen ja keine Luft zum Leben. Wir schneiden ihnen ja die Luft ab zum Leben. Die können sich ja nicht mehr bewegen. Die sind ja in einem komatösen Zustand, meine Damen und Herren. Und das ist ja nicht der Auftrag einer seriösen Politik. Wir müssen doch Rahmenbedingungen schaffen, die es den Menschen erleichtern, dass sie erfolgreich sind in der Wirtschaft. Die es den Menschen erleichtern, dass sie Arbeitsplätze schaffen und die Leute in Beschäftigung bringen. Und in weiterer Folge wieder den Konsum ankurbeln, ins Gasthaus gehen, Kollege Matznetter, dass sie ein Gulasch kaufen, ein Seitel Bier und da glücklich sind und vielleicht auch nicht rauchen oder nicht rauchen. Aber bitte mehr Eigenverantwortung, das wäre doch einmal ein richtiger Auftrag und auch eine schöne Sache. Dankeschön.
Ruven Ertelschweiger vom Team Stronach war das. Wir sind mitten im dringlichen Antrag des Teams Stronach an den Bundeskanzler zum Thema Verschärfungen im Bereich Registrierkassenpflicht und Ähnliches.